aber gefragt, wie du mit Menschen umgehst, die deine Ängste nicht ernst nehmen. Ja, man kann ja nicht viel machen, ne? Also, ich habe das Gefühl, bei denen, wo ich weiß, die haben kein Verständnis für psychische Erkrankungen, da rede ich nicht drüber. Noch gefragt, wer stellt denn diese Anfangsfrage und wer organisiert das? Hier ist es so, also es gibt einen, der die Gruppe gegründet hat, irgendwann mal vor vielen Jahren. Der ist so für das Organisatorische zuständig. Man kann sich ja dann bei Fragen, generell am Anfang, wenn man irgendwie auch noch gar nicht weiß, was es so für Gruppen gibt, an die Kontaktstelle immer am besten wenden. Das finde ich eigentlich auch so das Tolle, so dass es diese Kommstruktur hat, ne? Also keine Kontaktstelle wird sagen, so, ach Mensch, Angst ist eigentlich ein Thema, das könnte man hier immer noch gebrauchen. Und die gründen das, sondern sie warten oder ja, sie unterstützen eher die Leute, die, wie du sagst, diese Gruppe gründen wollen. Und ich dachte gerade, jetzt sehe ich hier gerade, ich kann einen Kommentar einfügen. Ich gebe mal eine Internetadresse ein, weil wenn ihr sagt, ihr wollt euch informieren nach Selbsthilfegruppen. Das heißt, um die nationale Anlaufstelle zur Unterstützung und Koordination von Selbsthilfegruppen, irgendwie so ähnlich. Und da könnt ihr nach Postleitzahl und Thema suchen und dann werden euch die Gruppen oder wenigstens eben diese Selbsthilfekontaktstellen angezeigt. Und dann gibt es ja noch die junge Selbsthilfe, die ist bei euch auch eher aktiv oder eher weniger? Hast du ja gesagt, du bist demnach in keiner jungen Selbsthilfe, wenn es viele Ältere gibt? Oder sind die Älteren jetzt ältest du? 24. Ja. Ja, dann bin ich ja vielleicht auch schon alt. Bin jetzt ein Alt in deinem Radius. Nee, aber du meinst jetzt Ältere, jetzt so 60 plus oder 60 so, ne? plus. Ja. Ja, also hier hat sich vor, also ich hatte das Gefühl, so vor 1,5 Jahren ungefähr haben viele Kontaktstellen so gedacht, wir machen was für junge Selbsthilfe. Also ich habe irgendwie so gesehen, bei allen hier so in der Umgebung, in den Städten, haben die irgendwie irgendwelche Stammtische gegründet. Und das war auch hier in der Stadt der Fall. Da war es am Anfang, war es irgendwie so eine Mischung aus Spieleabend und Stammtisch. Man wusste so recht, was ist das jetzt? Wollen wir uns austauschen oder nicht? Und den gibt es jetzt auch immer noch. Und da hat es jetzt auch besser geklappt auf jeden Fall mit den jungen Leuten, sich weiterhin einmal im Monat dann online zu Ja. treffen. Und ich finde es irgendwie da auch immer total spannend, dass es halt dann auch so themenübergreifend ist, weil es dann ja irgendwie auch nochmal so, ja, ein ganz anderer Austausch ist. Das fand ich auch so toll. Also für alle, die das, denen das mit der jungen Selbsthilfe nicht gesagt hat, das ist dann ein Bereich der Selbsthilfe, die sich an Menschen von 18 bis 35 Jahren richtet. Und somit bin ich nicht mehr jung mit meinen 36 Jahren. Ja, ich werd das verarbeiten. Aber den Stammtisch gab es bei uns auch, oder gibt es bei uns auch, und da ist ja glücklicherweise jetzt keiner so streng, dass er sagt, so, oh, du bist schon 36, dann darfst du nicht, also ist er trotzdem dazu. Aber ich fand es toll, dass beim Stammtisch eben Leute da waren aus ganz verschiedenen Selbsthilfegruppen, also jetzt nicht unbedingt nur psychisch Erkrankte, sondern eben auch körperliche oder Angehörige oder Menschen, die jetzt zu einem Thema einer Selbsthilfegruppe sind, die jetzt gar nicht mit einer Krankheit zu tun haben, sondern eher mit einem Lebensumstand. Also das fand ich auch sehr spannend. Kreativkopfzeit hat geschrieben, ich denke auch immer wieder an die Teilnahme an einer Gruppe, der Weg dahin ist aber für mich auch verdammt schwer. Und Moonshadow schrieb dann aber, er lohnt sich. Ja, das, ich glaube, das können wir beide jetzt auch nochmal unterstreichen, ne? Dass es echt schwer war. Aber das Gute ist ja, also es ist ja für alle schwer. Also jeder in der Gruppe kann es dann ja auch verstehen, dass es schwer ist, weil, also ich habe bisher noch niemanden kennengelernt, der so kein Problem damit hatte und einfach so ohne Ja. irgendwelche Bedenken in die Selbsthilfegruppe gegangen ist. Und was ich auch hilfreich finde, ist, dass es manchmal, also auf manchen Websites von irgendwelchen Selbsthilfegruppen steht das auch als Angebot.
Aber ansonsten kann man ja auch nachfragen, weil man meistens ja auch irgendwie mit dem Gruppenleiter oder der Gruppenleiterin vorher Kontakt aufnimmt, dass man sich vorher schon irgendwo trifft, irgendwie, weiß ich nicht, 10 Minuten vorher vor dem Gebäude, dann, weil für mich zum Beispiel ist es immer auch am schwierigsten, dann irgendwo in so ein Gebäude reinzugehen, wo ich noch nie war, dann weiß man nicht, wo muss man hin und dann sitzen die da schon alle oder nicht und gibt es eine feste Sitzordnung oder keine Ahnung und so hat man auch erstmal nur so, dass man erstmal auf eine Person trifft, die sich auskennt und dann kann man einfach mitlaufen und erfährt schon mal so ein bisschen, wie es so abläuft und das finde ich dann irgendwie immer, das macht es so ein bisschen einfacher. Das stimmt, ja. Ja, kann ich auch tatsächlich nur so unterstreichen. Nee, sie fragte schon, ob es über die Krankenkasse läuft oder ob man so einfach so hingehen kann. Und Moonshadow hat auch schon mal geantwortet, dass man einfach so hingehen kann. Genau, es ist kostenfrei, also es läuft nichts über die Krankenkasse, ihr müsst auch keine Diagnose angeben. Also bei den meisten, ich weiß, dass es bei uns zum Beispiel eine Autismusgruppe gab, da hieß es, also nur Leute mit einer wirklich gesichert gestellten Diagnose, aber keine Menschen, die vermuten, dass sie zum Beispiel diese Störung haben. Das gibt es dann so. Und bei uns ist auch so, dass es kostenfrei ist, aber so ein Spülgeld genommen wird. Also 1 € pro Treffen pro Person als symbolischer Wert zur Unterstützung der Raummiete und so. Also für die Kontaktstellen ist das bei euch auch so? Nee, also Nee. in meiner Gruppe nicht. Ah, Da okay. wird es, weil wir als Gruppe dann irgendwie genug Förderung von der Krankenkasse bekommen. Ah, okay. Ja, aber was ja auch, also man kann ja auch bei, also das Gute ist ja auch, dass man nur so viel preisgeben muss von sich, wie man möchte und wie man sich wohlfühlt. Also meistens kennt man ja auch nur die Vornamen von den anderen und mehr nicht. Ja, das stimmt. So ist bei uns auch. Mo hat jetzt auch nochmal gefragt, ob sie momentan überhaupt stattfinden dürfen. Genau, das hatten wir vorhin schon kurz thematisiert, dass es an und für sich möglich ist, aber ja, von Ort zu Ort variiert. Und ja, bei Mandy jetzt die Gruppe eben gerade nicht so stattfindet, viele sich online organisieren und bei mir hier in Berlin ist es so, dass meine Gruppe sich schon treffen kann oder sich eben auch trifft, aber unter natürlich den besonderen Einhaltung der Corona-Bestimmungen. Ne? Also enormer Abstand und maximal Teilnehmerzahl, nicht mindestens. Wir haben hier bei den Fragen-Button noch ein paar Sachen. Und da gucken wir jetzt einfach mal. Ach hier, das passt zum letzten Thema. Die Nina, hallo Nina, schreibt, manche Gruppen bieten auch an, dass man beim ersten Mal eine Vertrauensperson mitbringen kann. Hast du das auch schon mal erlebt oder gemacht? Oder? Nee. Nee. Ich selbst habe es auch nicht gemacht, aber ich habe es erlebt, dass andere aus der Gruppe, dass es mal jemand gemacht hat. Einer hatte, oder eine, keine Ahnung, die Betreuerin mit dabei und die war dann so im ersten Moment mit dabei, so beim Blitzlicht noch und danach haben wir dann aber gesagt, ja, okay, gucken wir mal, wie wir unter uns sind und so, dass sich das für beide Seiten wohl anfühlt. Also für die neue Person als auch für die ja, bestehende Gruppe, sage ich mal. Der Kreativkopfzeit schreibt nochmal, das stimmt. Ist echt schön, von den positiven Erlebnissen zu hören. Ein guter Tipp mit den 10 Minuten vorher Hinweis, um nicht gleich hilflos in die größere Gruppe zu gehen. Genau. Ja, cool. Ich bin gespannt und drücke dir die Daumen und viel Mut, dass du dahin gehst. Der Flo hat noch eine Frage. Hast du Strategien, wie du mit Angstsymptomen umgehst, wenn sie gerade da sind? Was machst du da? Also ich habe so eine, neben meinem Bett habe ich so eine Skillbox stehen. Ich habe auch gerade so ein Ah, ja. Antistressball in der Hand. Ja, also mir hilft immer irgendwie was in der Hand zu haben, auch so ein bisschen. Vor allem auch so diese Therapieknete finde ich auch ganz gut. Irgendwelche Atemübungen finde ich manchmal auch hilfreich, weil ich oft auch irgendwie das Gefühl habe, dass ich aufhöre zu atmen, wenn ich irgendwie ganz angespannt bin. Und man dann ja auch sowas hat, wo man sich drauf fokussieren kann. Sowas wie
Autogenes Training ist bei mir irgendwie, dass es nicht so hilft, weil ich das Gefühl habe, wenn ich mich zu sehr auf meinen Körper konzentriere, dass ich dann irgendwie die körperlichen Symptome noch mehr wahrnehme und dann irgendwie noch mehr in Panik so gerate. Man denkt gerade, was mir noch hilft. Wasser trinken hilft mir auch oft, weil ich auch oft das Gefühl habe, dass ich dann irgendwie nicht schlucken kann und irgendwie so ja, alles so zugeschnürt ist. Und wenn man irgendwie so Wasser trinkt oder so, oder Tee, oder dann ist es ja irgendwie, dann kommt man wieder so ein bisschen mehr zur Ruhe. Ja. Was fällt dir noch ein? Ah, vieles von dem, was du gesagt hast, nutze ich auch. Das mit dem Atemübungen hat eine Zeit lang wirklich funktioniert. Ich kenne das auch, dieses Gefühl, ich atme dann nicht mehr. Und beziehungsweise hat mich meine Therapeutin, also ich bin seit Anfang des Jahres noch mal in der Therapie, wegen psychosomatischer Atemstörung. Und die meinte neulich, also neulich, keine Ahnung, vor 2, 3, 4 Wochen, ja, jetzt atmen Sie mal. Also das war auch ein emotional intensiver Moment. Und ja, ich kann über die Luft anhalten. Ich habe es aber gar nicht so mitgekriegt. Und mit den Atemübungen komme ich jetzt nicht mehr klar, aus den Gründen, wie du sagtest, weshalb du jetzt nicht so körperbezogene Skills nutzt. Ich habe auch das Gefühl, also wenn ich diese Art Problematik habe, dass ich ja bis zum bestimmten Punkt komme beim Einatmen, aber das Bedürfnis habe, richtig tief Luft zu holen und ich komme aber nicht weiter runter. Also fange ich wieder von vorne an, komme wieder nur bis zu dem Punkt hier, Schlüsselbein oder so, und werde dann dabei immer nervöser eigentlich. Also es ist halt nie so weit, dass ich da jetzt angefangen habe zu hyperventilieren oder so, aber ja, es ist Stress. Und mein zweiter Beruhigungs, du hast deinen Knautschball gezeigt. Jetzt ist er aufgewacht, aber die ganze Zeit hat er hier in meinem Schoß gelegen und geschlafen. Und ja, das beruhigt mich auch so. Habe halt was zum Fühlen. Und ich finde auch hilfreich, das mache ich auch jetzt noch, auch wenn ich jetzt ewig keine Panikattacke hatte oder so, aber wenn ich merke, ich werde nervös, eine Form von Angst, dass ich mir vorstelle, die Angst ist wie so ein kleines Kind, was ich an der Hand nehme. Also das ist so die Form der Akzeptanz auch, ne? Dass ich sage, so gut, darf da sein. Und du bist halt auch da. Also ich will dich jetzt nicht verdrängen oder runterdrücken, aber ich habe die Kontrolle. Also ich habe dich an der Hand und lasse dich jetzt hier nicht quer durchs Zimmer rennen, so bildlich gesprochen. Das hilft mir so. Und die 5-4-3-2-1-Übung finde ich total super. Das, also sagt ihr das was? Ja, ne? Ja. Das ist ja auch so für die anderen auch so eine Achtsamkeitsübung, wo man die Sinne des Körpers durchgeht. Man sucht so 5 Dinge, die man sieht, 5 Dinge, die man hört, 5 Dinge, die man spürt. Also spürt im Außen nicht jetzt an Emotionen, sondern wie fühlt sich das Haar an oder die Brille oder das Shirt. Und dann 4 Dinge, die man hört, sieht, spürt, 3-2-1. Dass man dann mehr, weiß ich was. Und Hardcore-Leute, die suchen sich auch noch 5 Dinge, die sie riechen und schmecken. Das finde ich jetzt schwierig, aber kann man ja mal ausprobieren. Genau. Ich habe noch überlegt, wie würdest du sagen, wie sich so eine, wie sich das anfühlt? Du hast ja auch von Symptomen gesprochen. Ich habe jetzt so den Vergleich mit den Panikattacken, aber stimmt der überhaupt? Also, ich glaube, es geht schon in die ähnliche Richtung. Also, ich merke es vor allem immer so viel im Bauch, irgendwie das Gefühl, und so in der Brust, die sich so zuschnürt, und im Hals. Und dass ich irgendwie auch vor allem irgendwie unruhig werde. Was denkt dein Kopf? Du hast vorhin gesprochen, so die Angst vor einer Blamage, ne? Das ist dann auch so der Gedanke. Bei mir bei der Panikattacke ist ja oft so, dass Menschen Angst haben, dass sie sterben könnten oder so. Und wenn ich so daran denke, bei mir war auch die Blamage hoch im Kurs. Und
Ja, was du sagst, so Magen, Übelkeit. Also meine Hauptsorge war, dass ich mich in aller Öffentlichkeit übergeben muss. Also das war dann auch so mit der Blamage. Wir haben auch zwei Fragen da drin und wir sind aber auch schon gut durch mit der Zeit. Und die Nase hat jetzt hier aber auch mal nochmal eine Frage. Habt ihr eigentlich Bedenken, dass ihr jemanden außerhalb der Selbsthilfegruppe trefft, wenn ihr mit wem anders unterwegs seid, der vielleicht nichts von der Selbsthilfegruppe weiß? Wie ist es da bei dir? Ist es schon mal passiert? Nee. Also, ich habe halt hier in meiner Stadt auch eh keine möglichen sozialen Kontakte. Und ansonsten wissen das aber auch mittlerweile alle Freundinnen. Aber also, ich weiß gar nicht, ob das am Anfang besprochen wurde bei uns in der Selbsthilfegruppe jetzt, aber bei der ersten Selbsthilfegruppe war es so, dass man am Anfang auch drüber geredet hat und also genauso bei meinen Therapien war es auch so, dass man drüber gesprochen hat, was ist, wenn man sich irgendwie in der Stadt begegnet, wie verhält man sich da? Und da kann man dann ja auch gucken, so was man, je nachdem, was man auch schon, wie viele Leute schon davon wissen. Ja. Bei dir? Irgendwie, also wir haben es, glaube ich, nie thematisiert. Irgendwie, also so wie du es gerade sagst, fällt mir gerade ein. Und ich habe mal jemanden, doch stimmt, ich hab gerade überlegt, ob ich mal jemanden zufällig getroffen habe. Und in Berlin jemanden zufällig zu treffen, das ist auch so nicht so oft, fand ich, bei mir damals zumindest. Und ich habe einmal auf einer Veranstaltung zufällig getroffen, aber das war auch eine Aufklärungsveranstaltung zum Thema Depression. Also das war jetzt nicht so. Und mir war das aber dann auch irgendwann nicht mehr so unangenehm. Also, naja, und jetzt inzwischen auch gar nicht mehr. Von daher. Aber mich hat das daran erinnert mit meiner Therapeutin, mit meiner vorletzten, mit meiner letzten Therapeutin so rum. Die hatte ihre Praxis zwei Straßen weiter und hatte ihre Praxis jetzt immer noch bei mir um die Ecke hier zwei Straßen weiter. Und da hat sie auch gesagt, naja, wenn wir uns da mal irgendwie auf der Straße sehen oder im Rewe, und das ist dann tatsächlich doch mal vorgekommen. Ein komischer Moment, aber okay. Da hat sie auch gefragt, so, sie richtet sich nach mir, also ob ich sie begrüßen will oder eben nicht. Und ja, habe ich sie begrüßt. Also, genau. Aber es fand ich gut, dass sie gesagt hat, so, ja, okay, und wenn sie mich ignorieren, dann ist das auch in Ordnung, ne? Also, je nachdem, wie man es gerade machen möchte. Auf jeden Fall. Claudi schreibt noch, bei ihr greifen momentan überhaupt keine Skills. Aber sie hat, ach nee, und Mo, das ist jemand anderes, sich anvertraut. Ja, die Skills ist auch so eine Sache, ne? Also, wenn es zu hoch in der Anspannung ist, dann finde ich es auch schwierig, mit so Atemübungen oder 5, 4, 3, 2, 1 zu kommen. Dann haben wir ja auch beide gerade gesagt, ne, wahrscheinlich so verlassene Situationen, dann flucht halt doch oftmals dann so Mittel der Wahl. Ja, was ich irgendwie hilfreich finde, ist, dass also mich zwischendurch häufiger mal zu fragen, wie es mir gerade so geht und wie hoch die Anspannung ist, um dann irgendwie schon vor halt dieser Point of No Return da ist, dann irgendwie auch was machen zu können. Also geht natürlich auch nicht immer und manchmal hilft es dann ja auch trotzdem nichts so, aber Ja. Ausprobieren, also das ist, glaube ich, auch viel, ne? Also auch Skills, unterschiedliche Skills auszuprobieren. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Skills, die vor 3 Jahren gewirkt haben, jetzt nicht mehr wirken und dafür umgedreht irgendwie. Also man verändert sich ja dann auch so, auch die Bewältigungsmechanismen dürfen sich ja auch verändern. und für mich, also ich finde eigentlich es gut, dass es so viele Skills gibt, weil man, also
In der Therapie kriegt man ja oft dann auch irgendwie so eine Liste mit den ganzen Skills, die es so gibt. Irgendwie hat mich das aber auch oft ein bisschen überfordert, dass ich dann irgendwie gar nicht wusste, was soll ich jetzt als nächstes ausprobieren und ist das was für mich oder nicht? Und dann habe ich irgendwie gar nichts ausprobiert, was halt irgendwie dann auch so ein bisschen doof ist. Weil es halt manchmal viel, ja, verstehe ich. Ja. Ach ja, Denesi hat sich verabschiedet. Lieben Dank an euch beide. Sie fühlt sich sehr wohl dabei, uns beiden zuzuhören. Das ist sehr schön. Das freut uns. Wir wünschen ihr alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und ich würde gerne noch mit einer Frage enden, wenn das für dich in Ordnung ist und du jetzt noch sagst, so, ja komm, wir können jetzt noch einen Moment überziehen. Nämlich Angehörige. Wie können Angehörige dich unterstützen, beziehungsweise was würdest du Angehörigen raten im Umgang mit ihrem angsterkrankten Mitmenschen? So, genau. Ich finde, am wichtigsten ist, dass man die betroffene Person fragt, was für die Person hilfreich ist, weil ja auch jeder da verschieden ist und irgendwie auch ja, jedem irgendwie dann auch ein anderes Verhalten irgendwie hilft. Generell finde ich es vor allem wichtig, dass auch wenn man das als angehörige Person nicht nachfühlen kann, dass man trotzdem Verständnis zeigen kann. Also gerade so Sätze wie, davor brauchst du auch keine Angst haben, sind halt einfach richtig dämlich, weil zum einen machen sie die Angst nicht weg. Und meistens weiß man das ja selbst auch, aber das Gefühl ist ja trotzdem da. Ja, da sind wir wieder beim Thema Akzeptanz, ne? Angehörige akzeptieren müssen. Also, das stimmt alles andere als leicht. Aber es gibt ja auch Selbsthilfegruppen für Angehörige, wo die sich austauschen können. Sehr schön. Also, die Zeit verging im Flug. Ich fand es ganz toll, ganz spannend mit dir. Bist auch in natura mega sympathisch und ich freue mich, dass du hier warst. Und. Ja, würde dir jetzt einfach das Schlusswort überlassen, wenn du möchtest. Nee, Nee, aber ich fand es auch okay. sehr schön. Ich habe auch gerade gedacht, ob das jetzt so clever war, also bei dem Thema, aber das kam jetzt so rüber. Entschuldigung. Gut, dann machen wir jetzt hier und heute einen Cut. Ciao, Kakao, schreibt Mo. Sehr schön. Nächste Woche ist die Sanja mit. Bei mir. Trauma, erfahrene Traumatherapeutin. Sehen wir uns vielleicht da. Dir und euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.